Hi Leute, hier ist Dennis von der Pfleka Fotografie. Es ist Dienstag, 17 Uhr, 17 Uhr, der Pfleka on Tour mit einer neuen Folge heute aus Meersburg. Aus Meersburg deshalb, weil ich mir heute nach starkem Regen, schwerem Wind und absolut bescheidener Landschaftsfotografie, bescheidenem Landschaftsfotografie-Wetter überlegt habe, wir machen heute Street-Fotografie, denn gerade wenn es frisch geregnet hat oder auch noch regnet, kommt es immer sehr, sehr cool, gibt eine coole Stimmung. Drei kleine Tipps dazu zur Street-Fotografie. Nutzt ein Objektiv, wo ihr verschiedene Brennweiten habt. So habe ich jetzt heute zum Beispiel hier dabei das 24-70 von Sigma und mit einer Blende von 2.8 durchgehend. Zweiter Tipp, geht abends oder morgens fotografieren, denn abends oder morgens habt ihr das wesentlich bessere Licht und habt eine tollere Stimmung anhand von der flach liegenden Sonne. Und der dritte Tipp, geht, wenn es geregnet hat oder wenn es noch regnet, denn dann bilden sich überall, wie ihr hier seht, schöne Pfützen. Und in diesen Pfützen kann man das Motiv zusätzlich nochmal einfangen, wenn sich der richtige Blickwinkel ergibt. Also seid gespannt, was heute auf euch zukommt. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich.
Ja Leute, heute mal ein Video, wo ich zwischendrin nicht so viel spreche, sondern eher mehr mich aufs Fotografieren konzentriere. In der Street Art Fotografie ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Momente einfangt, die gerade momentan stattfinden. Dort kann man nicht viel erklären, dort kann man nicht viel erzählen, aber es ist mal ein bisschen rübergekommen, was so für Möglichkeiten existieren. Natürlich, das war jetzt heute nur eine Stunde unterwegs in Meersburg zum Sonnenuntergang, der heute ja leider ausgeblieben ist, aber dennoch ein schönes Licht gegeben hat. Die Street Art Fotografie bietet uns so viele Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können. Von dem her, lasst euch da von niemandem erzählen, das Foto sei schön oder das sei hässlich. Das gibt's nicht, denn die Street-Art-Fotografie ist sehr vielfältig und es gibt immer einen, der dieses Foto schön findet und das schön findet. Und deswegen lasst eure Kreativität da einfach freien Lauf und nutzt die Perspektiven, die euch gegeben werden und die Momente, die just in dem Moment passieren. Also von dem her einfach eure Kreativität freien Lauf lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst einen Daumen oben nach oben da, kommentiert meine Videos und teilt meine Videos und folgt mir, wenn es euch gefallen hat, denn nur so erreichten diese Videos auch noch mehr Leute. Und ja, dann blende ich noch meine Homepage und meinen Instagram-Account ein und verbleibe mit schönen Grüßen. Bis zum nächsten Mal.